Hallöchen, ihr lieben Liebenden. Bei uns ist endlich der Regen angekommen. Es ist so schön. Also ich freue mich da richtig drüber. Wir hatten jetzt lange keinen Regen und wenn, dann war es nur einmal ganz kurz, glaube ich, irgendwie letzte Woche. Und ich höre auch schon den Donner. Gibt es ein Donnerwetter heute. Ist aber auch angekündigt und ich war heute Morgen noch kurz einkaufen und oh, es war die Luft, die stand. Das ist ja so gar nicht meins, ne? Überhaupt nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin eher so das Winterkind. Ich freue mich über den Sommer, gar keine Frage. Aber wenn das so schwül heiß ist und die Luftfeuchtigkeit so extrem hoch ist, oh, das ist nicht meins, ne? Aber gut, ich habe auch von Natur aus einen niedrigen Blutdruck. Das ist unangenehm. Wir gucken mal wieder allgemein rein, was hier so für den einen oder anderen aus dem Seelenkollektiv wichtig sein könnte. Und lassen uns mal überraschen, was die Karten so verraten. Das Gegenüber ist der Herr oder der König. Du bist die Dame oder die Königin. Es sei denn, es fühlt sich für dich andersrum an. Ja. Es kann auch sein, dass du mit der Situation, die sich jetzt hier gleich zeigt, gar nichts zu tun hast. Und vielleicht irgendjemanden in den Karten wiederfindest. Das kann natürlich auch sein, dass eine Energie durch dich durchfließt. Wir lassen uns mal überraschen. Wir haben hier auf jeden Fall schon die Eulen. Ja, wir haben hier Kommunikation liegen. Vielleicht auch kleinen Kummer, könnte eine Bewandtnis haben. Auf jeden Fall Kommunikation so oder so. Hier auch mit dem Brief. Ja, kann auch eine Vertragsangelegenheit sein. Wir haben hier möglicherweise das Thema Arbeit liegen mit dem Anker. Ja, neues Verankern. Hier ist ein bisschen Unruhe drin. Aber wir haben auch eine positive Veränderung drin mit Leichtigkeit. Wir haben hier aber auch noch das Treffen liegen oder Unterbewusstsein und den Fuchs. Könnte eine Idee sein, könnte ein Schattenthema sein, kann auch eine alte Enttäuschung sein oder eine Enttäuschung sein, die hier möglicherweise noch entsteht. Wir schauen mal. Und im Outcome haben wir dich als Zuschauer liegen, die Dame. So, welches Tarot nehme ich denn jetzt da? Ich nehme das Shadowscape Tarot. Damit lösen wir das Ganze jetzt einmal auf. Liebes Universum, was kriegen wir denn hier zu den Eulen? Umfeld, kleiner Kummer, Kommunikation. Acht der Kelche. Also, Kummer geht hier raus. Acht der Kelche ist ja immer so das Loslassen, ne? Emotional Abstand gewinnen, etwas jemanden gehen lassen unter Umständen auch, ne? Auf jeden Fall eine emotionale Blockade, negative Emotionen, die hier losgelöst werden im wahrsten Sinne des Wortes und letztendlich mit dem Turm auch ein Durchbruch erreicht wird. Ne? Hier ist eine Befreiung, hier ist eine Reinigung, hier ist ein Auflösen. Kann auch mit einem wichtigen Ereignis zu tun haben, dass es hier tatsächlich um das Umfeld geht. Ja, jemand sagt dir etwas. Beispielsweise, du machst dir unnötige Sorgen, unnötige Gedanken über eine Sache oder auch über einen Menschen und dann sagt jemand zu dir, jetzt stell dich mal nicht so an. Ist natürlich das Schlechteste eigentlich, was man machen kann, stell dich mal nicht so an, weil in dem Moment ist der Mensch natürlich, der gerade so in Sorge ist oder sich negative Gedanken macht, natürlich nicht in der Lage, da irgendwo rational zu denken. Das ist dann, wenn so die Gefühle die Oberhand nehmen. Wichtig ist aber, sei nicht böse dem Menschen gegenüber, der sowas sagt, weil der ist gerade nicht in der Situation und reagiert vielleicht auch grundsätzlich anders, ne? Wir alle lieben anders, wir alle fühlen generell anders, wir alle denken jeder anders. Und wenn ein Mensch da jetzt gerade keine empathische Zuwendung hat, dann ist das auch in Ordnung. Nicht jeder fühlt gleich. Das ist wie, wenn man ein geliebtes Haustier verliert. Ja? Der Mensch, der jahrelang mit dem Wesen
zusammen gewohnt hat. Ja, es ist ja nun mal noch Familienmitglied. Ich denke mal, alle Tiermenschen werden es verstehen. Der trauert, der braucht seine Zeit, der ist am Boden zerstört. Und wieder ein anderer, der hat da überhaupt gar keine Anbindung zu, hat vielleicht nie Tiere gehabt und kann das einfach nicht nachvollziehen. Und das ist auch in Ordnung. Man darf nicht immer erwarten, dass alle Menschen genauso empfinden, wie wir das selbst in dem Moment empfinden. Ganz gleich, irgendwie sowas hat es auf jeden Fall eine Bewandtnis, sodass hier eine emotionale Blockade rausgehen kann und ein Durchbruch erreicht wird. So, weiter im Text. Liebes Universum, was kriegen wir denn hier zum Brief? Was kriegen wir zum Brief? Die Mäßigkeit. Hier ist eine Versöhnung drin, ja. Hier wird es wieder stimmig. Und mit dem Pagen der Schwerter haben wir hier auf jeden Fall ja eine Impulsivität in den Gedanken. Ich meine, der Schwertpage, grundsätzlich sind ja alle Pagen, bringen ja eine Bewandtnis mit sich. Und der Page der Schwerter, das ist so eine, hier ist zum einen neue Kommunikation möglich, auch eine neue Denkweise möglich und dadurch wird es wieder stimmig, ist aber auch so eine mentale, ja, mentales Risiko, das da manchmal mit einhergeht. Ne? Weil es ist auch immer so ein bisschen eine kleine Kampfenergie, die sich gerade bei den Schwertern auch gerne mal zeigt. Und der Page der Schwerter, das ist wieder andersrum, aber auch ja, eine starke Einsicht. Ne? Es gibt hier wichtige Neuigkeiten, es gibt hier auch unerwartete Neuigkeiten, irgendetwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und gerade mit dem Turm in der Kombination, ne? Ein wichtiges Ereignis, wichtige Nachrichten, scheint hier irgendwie eine Bewandtnis zu haben. Sodass hier auf jeden Fall ja eine Art Versöhnung stattfinden kann, entweder natürlich mit einer anderen Person oder auch eine Versöhnung zwischen deiner Vergangenheit und deiner aktuellen Gegenwart, sodass irgendetwas dich nach vorne bringt. Irgendeine Nachricht, irgendeine wichtige Information generell. Das Ass, der Stäbe und die Welt. Die Unruhe des Ankers ist ja letztendlich auch nur so lange unruhig, bis du sagst, okay, ich setze ihn jetzt fest. Und das Ass der Stäbe steht ja nichts oder für nichts anderes als, hey, ergreife die Initiative, erkenne die Gelegenheit oder erkenne das Potenzial dieser Gelegenheit, die sich dir auftut und geh damit in einen Neuanfang rein. Und mit diesem Neuanfang wird auch gleichzeitig hier etwas vollendet, weil die Welt ist ja das Ende. Ne, zeigt die Ganzheit an, zeigt auch den geistigen Frieden an, den inneren Frieden, und löst in gewisser Weise auch Karma auf und sorgt damit natürlich wieder für Harmonie, für Balance. Also irgendetwas scheint hier blockiert gehabt zu haben, emotional. Ja, und jetzt gibt es Neuigkeiten, eine Durchbruchssituation. Wie gesagt, das kann auch manchmal das harte Wort von einer Person aus dem Umfeld sein, wo es natürlich darum geht, eben, wie ich schon sagte, zu verstehen, okay, warum hat die Person das jetzt so gesagt und warum könnte da eventuell eine Kränkung bei dir resultieren, ne? Sender-Empfänger-Prinzip. Gibt ja immer unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Emotionen. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass diese Unruhe rauskommt, aufgrund dessen, dass hier ein wichtiges Ereignis ist, beziehungsweise wichtige Nachrichten. Okay. Du ergreifst die Situation, du kriegst neue Energie. Wir haben den Teufel. Okay. Erkennst vielleicht auch hier eine Schattenproblematik. Und die nächste große Arkana. Wir haben hier schon wieder große Arkanen am Start mit der Sonne. Grundsätzlich geht es ja nicht darum, Schattenthemen komplett zu bearbeiten oder so tief in die Schatten einzutauchen, dass man da gefühlt gar nicht mehr rauskommt und eigentlich nur damit be beschäftigt ist, seine Probleme zu bearbeiten. Ich kenne auch aus der Arbeit mit den Kunden heraus ganz oft, dass sie immer versuchen, sich zu verbessern. Da würde ich immer sagen, stets bemüht. Aber es gibt manchmal einfach nichts zu verbessern. Das sage ich auch. Ne? Such doch nicht immer nach deinen eigenen Fehlern. Wenn du der Meinung oder wenn du das Gefühl hast, da ist noch ein Fehler,
den du gerne ausmerzen möchtest, irgendetwas, was dich in Abhängigkeit hält, dann wird das sowieso in der Situation rauskommen. Ja, und das ist hier so ein bisschen diese Energie, die reinkommt, ne? Als wenn hier jemand noch auf der Suche ist nach seinen Schattenthemen, Angst hat, irgendwas zu verdrängen, Angst hat, irgendwie einen Fehler zu machen, obwohl es hier in die positive Wende reingeht, ne? Hier das große Glück, generell eine positive Veränderung und sich bewusst zu machen, hey, wenn da noch irgendeine Problematik ist, dann wird die sich sowieso in der Situation zeigen. Die wird man nicht im Vorfeld abarbeiten können. Früher habe ich auch gedacht, so, man muss hundertprozentig geklärt sein. Oh, es hat gerade geblitzt. Man muss hundertprozentig geklärt sein, bevor man irgendetwas Neues anfängt. Ne? Neue Partnerschaft, neues Projekt. Nee. Oh, hört ihr den Donner? muss man gar nicht. Ja, habt hier keine Angst davor, irgendwelche Fehler zu machen, wenn etwas Neues anfängt. Sondern bleibt wirklich hier in einer positiven Energie, bleibt in der Leichtigkeit, bleibt in der Einfachheit und damit auch geht halt in die Fülle und in die Erfüllung. Macht es einfach. Einfach machen. Ne? Und sich eben keine Sorgen machen über alte Abhängigkeiten, über Fehler, über ja, die eigenen Macken und Marotten, die man hat. Völlig irrelevant. Letztendlich sind diese Macken und Marotten, die jeder Mensch hat, ja auch irgendwo etwas, ein Teil der Persönlichkeit, die eben halt dafür gesorgt haben, dass man jetzt so ist, wie man ist. Ne? Also hier nicht stressen lassen, weil das ist so das, was noch gerade noch ein bisschen hochkommt. Jemand hat Angst hier vor der Veränderung möglicherweise, vor dem, was jetzt kommt, arbeitstechnisch oder auch privat, völlig egal. Und hat deswegen Angst vor den Schatten. Braucht man gar nicht. Licht und Schatten gehört zu uns, gehört auch in die Natur, so wie jetzt, ne? Und jetzt regnet es gerade hier richtig arg doll. Es gießt aus Kübeln. Ich freue mich. Es tut mir leid, ich freue mich. Die Natur hat es so gebraucht. Ich hatte letzte Woche schon mal so ein bisschen magisch gearbeitet, in der Hoffnung, dass wir Regen bekommen, weil es war kein Regen angezeigt. Genau so war das nämlich. Und habe dann wirklich mal als Hexe, ne, man muss sich ja auch mal auf die Sachen besinnen, die wichtig sind. Und zwar, ja, auch die Regulation der Natur, dass man da so ein bisschen mit den Naturgeistern arbeitet. Und gut, das kann jetzt jeder halten, wie er es möchte. Aber wie gesagt, bei uns war kein Regen angezeigt. Und ich habe dann wirklich so, ja, die Hexen aus Nord, Süd, West und Ost rangerufen und gesagt, okay, schieb mal so ein bisschen die Wolkendecke rüber. Es kam ein bisschen was runter, aber es war nicht viel. Hexerei geht ja nicht nur darum, irgendjemanden zu verzaubern oder Böses anzutun, sondern wirklich auch mal ein bisschen ja, auf die Natur zu achten. Ne? Ich habe es mir so unglaublich gewünscht, dass wir Regen kriegen. Und jetzt ist es da. Ritter der Münzen ist rausgefallen und der Hierophant hier mit dem, ja, mit der Leichtigkeit des Klees. Ne? Der Klee steht ja auch für Leichtigkeit, Frühlingserwachen, also wirklich so ein bisschen die Sorglosigkeit, die damit reinkommt. Und gerade mit dem Ritter der Münzen ist hier auf jeden Fall eine Verlässlichkeit gekennzeichnet, ne? Eine Produktivität. Es wird hier einfach gemacht. Ist so. Hier ist natürlich das Bewusstsein mit dem Hierophanten gegeben, okay, hier darf noch was gemeistert werden. Ja, es gibt noch Stufen bis zur Vollendung, aber so ist es ja letztendlich auch. Ne? Mit jedem abgeschlossenen Zyklus steigen wir letztendlich eine Stufe auf in unserer Lebensspirale und dürfen halt wieder neue Aufgaben meistern, damit wir dann die nächste Stufe aufsteigen dürfen. Und so ist es auch. Der Hierophant, das ist so ein bisschen diese Energie auch der Sinnsuche, des eigenen Vertrauens. Natürlich auch das Spirituelle, weil er ist ja nun mal der männliche Part oder der männliche Gegenpart zur Hohen Priesterin und vereinigt damit sowohl spirituelle Energien wie auch die weltlichen Energien. Und gerade wenn man ein Bauchgefühl hat, und dann sollte man auch definitiv darauf hören und sich bewusst sein, okay, du bist hier eigentlich, ja, du bist da auf deinem Weg, wo du sein sollst. Es fehlen halt nur noch ein paar Stufen, die gegangen werden dürfen. Es ist aber auch okay, und das weiß der Hierophant ebenfalls, mal eine Stufe nochmal zurückzugehen, weil da vielleicht noch irgendwie eine Lektion wartet. Ja, völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, bleib auf deinem Weg, bleib in deiner Energie und mach dir keine Gedanken darüber, dass hier eine Abhängigkeit dich zurückhalten könnte. Ganz im Gegenteil, die Lektion kommt, wenn sie kommt.
du bist hier auf jeden Fall bereit fürs Lernen. Der Hierophant kann natürlich auch für eine Person in deinem Umfeld stehen, der hier so ein bisschen Erleuchtung bringt und dir weiterhilft, ja, ein Lehrer. Jemand, der dich unterstützt. Es ist hier gefühlt so ein bisschen diese Energie im Kartenbild von, hey, ich wuppe mich hier gerade aus einer, ja, negativen Energie heraus. Das ist hier so der letzte Schubs quasi, der sich hier zeigt, um letztendlich wieder aufzustehen und die nächste Stufe zu erklimmen. Und da ist natürlich das Umfeld definitiv, auch wenn es hart ist, ein guter, ja, Anschubser, so kann man es sagen. Okay, wir haben hier die Kelchkönigin, die fürsorgliche Mutterfigur, emotional intelligent. Oh, okay, der Narr hat sich gerade auf den Kopf gedreht, die hier scheinbar erkennt, dass sie nicht zu schnelle Entscheidungen treffen sollte. Hier liegt noch was im Unterbewusstsein, ja, und das könnte dafür sorgen, dass hier eine unbedachte Entscheidung getroffen wird. Ist so gefühlt ein bisschen eine Warnung. Und da werde ich noch mal eine Karte drauflegen. Der Page der Münzen auf dem Kopf. Ja, hier fehlt Voraussicht oder Durchsetzung. Vielleicht liegt es auch an schlechten Nachrichten. Ich weiß nicht, ob es mit einem Treffen zu tun hat. Weil die Kelchkönigin ist ja ein Mensch, die ist ja emotional in Fülle. Und die möchte natürlich auch gerne von außen emotionale Fülle bei Gleichgesinnten haben. Wo wir dann wieder hier am Anfang das Problem haben, ne? Und mit dem Narren auf dem Kopf ist definitiv so ein bisschen die Voraussicht blockiert. Hier ist noch eine Art Kurzsichtigkeit drin. Gerade weil so eine Unbesonnenheit drin ist. Wegen irgendeiner Angelegenheit darf hier nochmal kurz innegehalten werden, bevor es weitergeht. Ich lege erstmal auf den Fuchs aus. Acht der Münzen, die Talent- und Fleißkarte. Ritter der Kelche. Okay. Dann legen wir nochmal noch eine und drauf. Transformation. Liebes Universum. Wovor darf denn hier gewarnt werden? Ich hätte gerne mal eine klare Antwort. Ich mag es ja nicht, wenn mir das Universum hier irgendwas vorenthält. Worauf sollte denn hier geachtet werden? Wo ist denn da die Unbesonnenheit? Unbesonnenheit. Drei der Kelche. Ist ja eigentlich eine gute Karte. Das ist Freude, das ist Genesung, Erfüllung, Spaß. Ja, steht auch für den Freundeskreis, für Seelenverträge, für Kommunikation, unerwartete Freude. Unerwartete Freude, schlechte Nachrichten, Unbesonnenheit. Mir kommt gerade ein Impuls rein, als wenn du dich hier mit irgendjemandem... Das ergibt natürlich Sinn, ne? Pass auf. Was mir nämlich gerade reingekommen ist, ist irgendeine Verabredung mit einer Person, ne? Treffen, Öffentlichkeit. Aber irgendwie hast du dich energetisch da so ein bisschen reingestürzt. Warst unbesonnen. Ja, hast dich übermäßig gefreut, hast gedacht, ja, das läuft, ne? Du hast alle Antworten. Oder du glaubst, du kennst alle Antworten, ist aber nicht so. Und warst da vielleicht auch ein bisschen naiv. Jetzt gibt es schlechte Nachrichten. Ja, die Person sagt ab. Stattdessen, weil dann würde das nämlich auch hier Sinn machen, stattdessen
triffst du dich dann aber mit Freunden. Das heißt, du hast direkt einen Plan B, der dir in den Kopf schießt, weil du weißt, okay, deine Freunde, die wollten an dem Tag auch was machen, feiern gehen, irgendwie, keine Ahnung, Strandbar, Bar, doch, Strandbar ist richtig rum. Ich wollte kein Bar Strand sagen. Strandbar, Disco, Zeltfest, Club, Bar, whatever. Ja, deine Freunde wollten ausgehen und du hast Spaß. Weil hier nämlich auch der Ritter der Kelche kommt. Das heißt, diese schlechte Nachricht löst zum einen etwas auf, weil sie nimmt eine Energie raus, eine unbesonnene Energie raus, weil du hättest dich sonst wahrscheinlich gerade mit der Energie der Kelchkönigin direkt reingestürzt. Bist hier wieder in der Energie der Dankbarkeit, der Freude und du genießt und kannst dann natürlich hier clever voranschreiten. Zum einen ist hier mit den 8 der Münzen natürlich, wie ich schon sagte, eine Talent-Fleiß-Karte angezeigt. Hier geht es darum, offen fürs Lernen zu sein, auch wieder neue Hingabe zu haben. Vielleicht auch wegen beruflichen Angelegenheiten. Aber hier zeigt sich auch der Ritter der Kelche. Und damit geht es hier in eine Transformationsenergie. Das heißt, da wird ein Startschuss gesetzt in dem Moment, wo es irgendwelchen Schattenthemen möglicherweise auch an den Kragen geht. Also das, wo du hier noch Angst hattest, dass da irgendwie eine Problematik sein könnte, kann dann eben die Bewandtnis haben, weil der Fuchs ja auch für die Schattenthemen steht. Irgendwas, was beleuchtet werden darf. Und eine Transformation, natürlich im Weltlichen, geht relativ schnell, ja, wenn jemand wirklich, wenn die Seele den Körper verlässt, ist es natürlich in dem Moment transformiert. Aber so ein weltlicher Transformationsprozess, der dauert Wochen, Monate, manchmal auch Jahre. Ne? Jeder kann es nachvollziehen. Wir transformieren ja ständig. Das ist ja einfach so. Und das dauert. Aber der scheint hier mit dem Ritter der Kelche eine Bewandtnis zu haben. Und da würde ich gerne noch mal eine weitere Karte drauflegen. Mangelbewusstsein darf hier rausgehen. Sehr schön, weil die 5 der Münzen auf dem Kopf ist eine sehr, 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 sehr gute Karte. Ja, hier wird das Ende einer schweren Phase angezeigt. Hier erneuert sich der Mut. Hier verändert es sich zum Besseren. Ja, man ist nicht mehr in dieser pessimistischen Energie, sondern ganz im Gegenteil. Es wandelt sich hier zum Positiven und dementsprechend ist man natürlich auch bereit, hier sich weiter zu entwickeln, ne? Und gerade so ein Minderwertigkeitskomplex auch zu überwinden. Das heißt, damit startet hier im wahrsten Sinne des Wortes eine Transformation und dann geht es halt den Schattenthemen an den Kragen. Und gerade auch was so Talent und Fleiß angeht, ne? Gerade wenn man stagniert, emotional blockiert ist, dann blockiert sich natürlich in gewisser Weise auch der Drang zu arbeiten, Dinge zu erwirtschaften, sich seinen Träumen zu stellen, ne? Alles dafür zu tun, um eben eine Stufe aufzusteigen, um eben auch Dinge zu meistern. Wunderzauber schön. Und dann legen wir nochmal 2 Karten auf deine Energie hier im Outcome. Da haben wir den Mond. Ja, Sehnsüchte, Träume, Seelentiefe natürlich auch. Bringt natürlich auch die Energie. Ach, okay, und Neuanfang. Bringt natürlich auch die Energie mit von, hey, trägst du eine Maske, trägst du keine Maske? Ja, du schaust hier deine Maske an. Du hast hier so ein leuchtendes Lichtwesen, was dir so ein bisschen zeigt, was du die ganze Zeit dir selbst vielleicht auch vorgespielt hast. Weil, wenn wir dauerhaft eine Maske tragen, wir sehen die Maske ja auch im Spiegel. Ist so. Und hier wird die Maske runtergenommen und vor allen Dingen. Das finde ich so schön bei dieser Karte. Sie hat hier so eine verletzte Hand, eine verbundene Hand, ja. Aber da ist das Herz mit gekennzeichnet. Und jetzt ist es natürlich so, sie hebt das hoch, sie zeigt letztendlich ihr Herz und schaut aber auch der Maske entgegen und sagt, hier, ich brauche dich gar nicht mehr, ja. Ich bin frei. Wir haben hier Kommunikation, wie gesagt, wir haben hier auch die spirituelle Hilfe mit gekennzeichnet. Und mit dem Magier natürlich auch dein Wirken, dein Mut, deine Willenskraft, deine Talente. Setze deine Talente ein, um an dein Ziel zu kommen, beruflicher Natur. Nimm aber auch dein Wirken auf andere, um in Liebesangelegenheiten vorwärts zu kommen. Weil mit dem Magier geht es ja darum, zum einen neue Beziehung, neuer Job. Ne? Kann hier beides eine Bewandtnis haben. Und letztendlich mit Selbstvertrauen und Intention, also
Angriff kann es hier vorwärts gehen. Und schaut mal an, wen wir hier im Outcome haben. Den Kelch König. Also der hat definitiv eine Bewandtnis. Das passende Gegenstück hier zur Kelchkönigin, der Seelentherapeut, der sehr talentiert ist, sehr kreativ ist und definitiv eine sehr warmherzige Person ist und empathisch ist. Ja, hier ist jemand, der ist genauso empathisch wie auch die Kelchkönigin. Und damit haben wir natürlich das Pendant auch auf emotionaler Ebene, wo es eben auch um die Gefühlsklärung geht. Sehr interessante Energien. Also Mangelbewusstsein darf hier nachher am Ende überwunden werden. Grundsätzlich geht es hier erstmal so ein bisschen raus aus dem Kummer. Wie gesagt, möglicherweise durch ein hartes, für dich in dem Moment unempathisches Wort von außen. Und aber notwendig in der Situation. Ja, es ist quasi so ein kleiner Klatsch vor den Bug, einfach nur damit du aufwachst und erkennst, dass du sehr lange in dieser Energie warst. Entdecke, welche Dinge und Erfahrungen dir Freude bereiten und integriere diese in deinen Alltag. Ja, wie wunderbar passend. Zeit für neuen Optimismus, Zeit für Versöhnung. Es ist Zeit, jetzt wieder die Führung zu übernehmen, um einfach ja, wieder genügend Fülle zu haben, um vorwärts gehen zu können in deinem eigenen Leben. Der Neumond im Skorpion. Als ein Zeichen der Kraft, Intuition und der Magie leitet dich dieser Neumond auf neue Wege. Richte dein Leben auf eine sinnvolle Weise aus und erlebe eine tiefgründige Transformation und entdecke neue Wünsche in dir. Ja, Transformation, ne? Das Skorpion liegt hier. Neue Wünsche hier mit dem Fischemond. Mit den Fischen. Grundsätzlich haben wir hier viele Energien liegen. Ne? Wir haben Schütze liegen, wir haben Steinbock liegen, wir haben Stier hier liegen, Skorpion und die Fische haben wir hier liegen. Ja, ich bin fertig, ihr Lieben. Ich wünsche der Person, die sich hier wiedergefunden hat, auf jeden Fall gutes Gelingen für die Zukunft. Und denk dran, alles kommt dann, wenn es kommen soll. Alles kommt zur rechten Zeit. Und am Ende wird alles gut. Und solange es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ja? Ich bedanke mich fürs Zugucken, ihr Lieben. Dankeschön auch fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Fühlt euch gedrückt.